Liebe Fans aus der Muttenzughofen, während dann das hier vor dem Sektor A die Bühne aufgebaut wird für die Pokalübergabe, kommen wir jetzt zu einem ganz grossen Moment in der Geschichte vom FC Basel 1893. Es geht um die Verabschiedung vom FCB-Präsident Bernhard Häusler mit seinen ganzen Verwaltungsratskollegen. Wir sehen hier auf der Seite Richtung Sektor C hat sich die erste Mannschaft, die Meistermannschaft 2017 bereits im Spalier bereitgestellt. Und jetzt begrüßen wir noch weitere Gäste im Kreis vom FC Basel für die Würdigung, für die Verabschiedung. Und zwar begrüßen wir für den denkmaligen, den denkwürdigen Anlass ebenfalls folgende Spieler aus der Ära Häusler, die wir jetzt hier im Joggeli ganz herzlich begrüßen. Es sind das der Scott Chipperfield. Es sind das weiter der Philipp Däge. Sein Zwillingsbruder David Däge. Die lebende FCB-Legende Massimo Ceccaroni. Der Christian Jimmy Jimenez. Der Benjamin Huckel. Der Oliver Fußballgott Kreuzer. Der Julio Hernan Rossi. Der Reto Zanni. Der Pascal Zuberbühler. Dann haben wir ebenfalls bei uns heute den Marco Zwissig. Den Franco Costanzo. Einen, den wir noch in näherer Erinnerung haben, den Birkir Bjarnason. Einen ganz jungen und einen ganz grossen, den Breel Embolo. Wir warten, bis sie alle so weit sind. Wir sind erst bei Marco Zwissig. Wo sind sie? Die Nachfolger. Euren Applaus. Dann geht es weiter mit dem Fabian Frey. Dann haben wir den Kleinsten, der einer der Größten ist, der Cerdan Shaqiri. Wir haben hier Jan Sommer. Aus England eingeflogen, Granit Xhaka. Der Hakan Yakin. Und sein Bruder, der Murat Yakin. Und dann haben wir abschließend einen, der ein Grosser war und auch in Zukunft der Grosser wird sein beim FCB. Der Größte, der Lang, der Marco Streller. Dann begrüßen wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom FCB mit den 20 Sternen von den 20 Meistertitel zwischen 1953 und dem Jahr 2017.
Kann ich weitermachen? Da sind sie, die Herren, die wir heute zu oben hier im Joggerlidien verabschieden. Die Verwaltungsräte René Kamm, Stefan Wertmüller, Adrian Knupp, Georg Heitz und unser Präsident Bernhard Häusler. Das Mach- und Wünschbare, vor allem im Marketingbereich. Er hat ein grosses Netzwerk, wo er sich als studierter Wirtschaftswissenschaftler und als CEO von der MCH Group, der Messe Schweiz, aufgebaut hat. Seit 2011 ist er beim FCB und hat sein wertvolles Know-how und seine beruflichen Erfahrungen aus der ganzen Welt in die Vereinsleitung eingebracht. Der René Kamm. Der René Kamm bekommt, wie alle Verwaltungsräte, eine FCB-Jahreskarte auf Lebzeiten. Also genau gesagt, eine FCB-Lebenskarte sozusagen. Und eine gerahmte Karikatur, die der gesamte abtretende FCB-Verwaltungsrat abbildet. Er ist ein vielseitiger und kompetenter Finanzfachmann, wo das eingespielte Geld durch den grossen Zuschauerzuspruch, Sponsoren, durch die Champions League-Einnahmen und eine geschickte Transferpolitik perfekt verwaltet hat. Und das ohne bremsende Gitz, aber auch genauso ohne verschwenderisches Gehabe. Er ist auch ein äußerst belesener Kulturmensch mit einer ganz grossen Affinität zur Musik. Unser Finanzchef ebenfalls seit 2011 beim FCB, der Stefan Wertmüller. Das gleiche Geschenk selbstverständlich auch für den Steffi Wertmüller, die Karikatur und die FCB-Jahreskarte auf Lebzeiten. Er war in seiner Aktivkarriere wertvoller FCB- und Nazi-Stürmer und hat uns damals schon mit seinen Goal glücklich gemacht. Seine bewundernswerte Besonnen und Gelassenheit war vor allem in hektischen Zeiten von der FCB Gold wert. Als ehemaliger Spitzenfußballer hat er äußerst wichtige Kompetenzen in die Nachwuchsarbeit und in den gesamten Verein eingebracht und hat damit das Erbe von der Gigi Öri perfekt verwaltet, was er jetzt als Verwaltungsratsdelegierter vom Campus zum guten Glück weiterhin macht. Seit 2009 wieder beim FCB der Vizepräsident Adrian Knupp. Und jetzt kommen wir zu einem von den kompetentesten, wenn nicht zum kompetentesten Sportdirektor vom gesamten europäischen Fußball. Er ist ein unglaublich
Er ist ein unglaublich ausgeglichener Typ mit einer Wahnsinnsgeduld, einer Schlauheit und einem beispiellosen Beziehungsnetz. Als ehemaliger Sportjournalist hat er beeindruckende Karriere gemacht, die man nur mit offenem Maul schlicht und einfach bewundern kann. Er ist in den letzten 8 Jahren 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr von der FCB da gewesen. Eine dicke Freundschaft mit Bernhard Häusler war der Anfang der aktuellen Erfolgsserie vom FCB. Viele haben in den letzten Jahren immer vom Erfolgsduo Häusler-Heitz geredet und er war der eine Teil davon. Seit 2008 beim FCB der Sportdirektor Georg Heitz. Und damit kommen wir zum Präsidenten. Lieber Berni, du bist der erfolgreichste Vereinspräsident im Schweizer Fußball von allen Zeiten, seit du die operative Führung übernommen hast, mit 8 Meistertiteln in Serie, 3 Cup-Siege, 6 Champions-League-Teilnahmen, davon 2 Qualifikationen von der Achtelfinale und 4 Europa-League-Teilnahmen, davon einmal Halbfinale und einmal Viertelfinale. Du bist ein Präsident für alle gewesen. Berni, du bist ein Präsident für alle gewesen. Von der Mutten zu kaufen, und das haben wir heute auf eindrückliche Art und Weise dürfen erleben, bis in die Loge. Du bist ein Arbeitgeber gewesen für rund 300 Menschen. Und das nie von oben runter, sondern mit allen, die du mit ihnen zu tun gehabt hast, immer auf Augenhöhe. Du hast die Balance gefunden zwischen Kommerz und Bodenständigkeit. Du hast zuerst Basel, dann in der ganzen Schweiz, die bemüht, um eine verbesserte Beziehung zu den verschiedensten Fanszenen, hast gekämpft dafür und das auch gegen den politischen Mainstream. Du bist national und international ein gefragter Referent, der seine Zuhörer in Band zieht. Du bist ein glänzender Botschafter von Basel und du bist der beste Vereinspräsident von der ganzen Welt. Bernhard! 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 Der Bernhard Häusler bekommt noch ein besonderes Geschenk von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom FC Basel. Ein Bild mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Joggeli-Rasen, als die beiden Sterne formiert. So, Deli, und jetzt kriegt der Bernhard Häusler noch einmal ein Geschenk, und zwar das Buch hier. Ein ganz besonderes Geschenk bekommt er, übergeben von niemand geringerem als dem Roger Federer. Liebe Berni, es ist mir eine grosse Ehre, eine Riesenfreude, dir zu gratulieren. Dankeschön.
Vielen Dank, danke schön. Aber dieser Moment gehört an Berni und der ganzen Mannschaft. Es ist mir eine absolute Riesenehre und eine Freude, hier zu sein an diesem historischen Tag. Vor 53 Jahren bist du praktisch als FCB-Fan geboren. Im 2003 bist du beim FCB angekommen und heute trittst du ab als Legende von diesem Club und bist für immer geliebt. Darum herzlichen Dank für alles, was du gemacht hast. Dankeschön, dass du mich zu einem noch grösseren Fan gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Familie in der Zukunft. Und es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein. Dankeschön, gratuliere nochmal ganz, ganz herzlich. Bis bald. Macht's gut. Der Bernhard Häusler kriegt aus der Hand vom Roger Federer ein Buch in Leder eingebunden mit Bildern aus seiner Epoche, gesammelt von verschiedensten Fotografen, die der FCB in all seinen Jahren begleitet haben. Dankeschön vielmals, Roger Federer. Und damit gehört das Wort, das abschließende Wort, dir, liebe Berni. Liebe FCB-Fans, liebe FCB-Familie. Eigentlich ist es mir zum Heulen zumute. Eigentlich. Aber ich kann nicht heulen, weil ich bin viel zu glücklich, zu bewegt. Und irgendwie glaube ich, der Präsident, der am reichsten beschenkt worden ist, überhaupt in seinem Leben. Und das von euch allen. Ich danke euch, ich danke allen, die uns begleitet haben. Ich will gar niemanden einzeln benennen. Ausser ich möchte nur meiner Mutter und vor allem auch meinem Papa danken. Mein Papa ist heute daheim geblieben. Aber er hat mich als Fünfjähriger hier ins Stadion genommen. Und ich sage euch bitte, weil das ist das Geheimnis von diesem Club. Vermehrt euch und bringt eure Kinder mit ins Stadion. Dann sind wir auch in 20 Jahren noch Meister. Ich habe gelernt in dieser Zeit, Erfolg ist nicht alles im Leben. Wir haben aber festgestellt, auch wir als Baslerinnen und Basler, unser Leben ist schon ein bisschen schöner, wenn wir einen erfolgreichen FC Basel haben. Und wir werden auch in Zukunft, da sind wir hundertprozentig überzeugt, alles machen, damit der Pokal, wo jetzt dieser Mannschaft und all diesen Menschen, die letztendlich dazu beigetragen haben, dass wir den Titel wieder gewonnen haben, dass wir die zwei Sterne nach Basel geholt haben. Der wird übergeben jetzt im Namen vor allem an Matthias Delgado. Bitte, und jetzt endlich mit einem Satz, den ich schon mal gemacht habe, der Pokal bleibt in Basel. Gern sorgt zu ihm, dass er nicht nach Zürich oder Bern geht. Denn das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Dankeschön.
Chapeau Bernie, Chapeau im gesamten Verwaltungsrat. Dankeschön Roger Federer. Und damit schreiten wir zur Pokalübergabe, denn schließlich